Viele Kulturschaffende sind momentan sehr stark in ihrer Tätigkeit eingeschränkt durch die Corona-Krise. Ich bin selbst als Musiker auch sehr stark von ihr betroffen, in meiner Bewegungsfreiheit, meinen Möglichkeiten, Konzerte geben zu können und Unterricht zu geben. Wie viele andere bin ich deswegen eingeschränkt auf diese Schiene Online-Unterricht und gebe jetzt meine Stunden über Skype, meine Gitarrenstunden und Lautenstunden und versuche irgendwie das Beste zu machen aus dieser Situation. Interessant ist ja an diesen Krisen, dass wir plötzlich auf uns zurückgeworfen werden und mit diesem uralten philosophischen Problem konfrontiert werden. Was macht eigentlich der Mensch, wenn er mit sich allein in einem Raum ist? Dieses Problem, das Blaise Pascal angesprochen hat oder über das auch Seneca spricht in seiner Vita Brevis, das ist sehr interessant und ich möchte alle ermutigen, vielleicht in diesem Sinne auch etwas Positives gewinnen zu können aus dieser ganzen schwierigen Zeit und etwas aus sich selbst vielleicht schöpfen zu können. Das kann sein Musik, Literatur, vielleicht auch neue Begegnungen über diese Möglichkeiten der Bildtelefonie. Was ich speziell heute anbieten möchte, ist Unterricht. Ich habe es schon erwähnt, ich unterrichte jetzt online und habe erstaunliche neue Kontakte geknüpft über dieses Medium hier, YouTube, eigentlich in aller Welt. Und es macht mir unheimlich Spaß, nur neue Schüler kennenzulernen. Deswegen mein Angebot, wenn Sie Lust haben auf Gitarrenstunden oder Lautenstunden, hier bin ich. Sie können mich kontaktieren. Unten in der kleinen Box unter dem Video in der Beschreibung steht meine Kontaktadresse. Ich nehme sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene und arbeite hauptsächlich eigentlich mit einer klassischen Methode, mit der klassischen Konzertgitarre oder dann eben mit Renaissance- und Barocklaute. Was besonders interessant ist für die Gitarristen, viele spielen Renaissance- und Barockmusik, teilweise aus nicht so idealen Übertragungen. Und ich bin der Meinung, das Beste ist, man lernt Tabulatur lesen. Das sieht erstmal schwer aus, ist aber sehr, sehr leicht und bedarf einfach einiger Übung. Ich unterrichte auch gerne die verschiedenen Tabulatursysteme und helfe da gerne weiter. Also, wenn Sie oder wenn ihr Lust habt, mich zu kontaktieren, ich würde mich freuen und dann können wir uns kennenlernen und eventuell zusammenarbeiten. Alles Gute in dieser schwierigen Zeit.